Moderne östlich-orthodoxe Ekklesiologen stimmen mit den Katholiken darin überein, dass die Apostel Nachfolger wählten und dass die apostolische Sukzession ein wirklich wichtiger Prozess und ein wichtiges Prinzip ist. Doch welche Autorität übertrug Jesus Petrus selbst? Hier sind Katholiken und Orthodoxe geteilter Meinung. Matthäus 16,19 sagt uns, dass Christus Petrus sowohl die Schlüsselmacht, die Schlüsselgewalt als auch die Macht des Bindens und Lösens gab. Die erste wurde dabei nur Petrus gegeben, Matthäus 16,19, die zweite auch den anderen Aposteln, Matthäus 18,18. Orthodoxe Apologeten behaupten allerdings, dass diese beiden Aufträge an Petrus tatsächlich identisch seien und welche Autorität Christus auch immer Petrus gab, gab er auch allen Aposteln. Wenn der orthodoxe Glaube richtig wäre, dann sollte unsere Untersuchung der frühen Kirchengeschichte zeigen, dass jeder Bischof, wo auch immer er sich befand, dieselbe Autorität ausübte wie der Bischof von Rom. Stattdessen übten die Nachfolger Petri vom 1. Jahrhundert an eine Autorität aus, die sich von der eines anderen Bischofs unterschied. In den prägenden Jahrhunderten wurde die Ausübung der einzigartigen Autorität der römischen Bischöfe als letzte Instanz in Glaubens- und Moralfragen nie als ungerechtfertigt verurteilt. Selbst diejenigen, die sich vehement gegen bestimmte päpstliche Entscheidungen stellten, taten dies nur, weil sie die Autorität hinter diesen Entscheidungen eben gerade nicht leugnen konnten. Ansonsten hätten sie sagen können, ja, das ist Schwachsinn und ich widersetze mich dem, ich schaue lieber, was ein anderer Bischof sagt. In vielen Fällen baten flehten Bischöfe von Kirchen im östlichen Teil des Reiches den Bischof von Rom an, Häresien zu verbannen und theologische Streitigkeiten zu schlichten, die Bischöfe selbst nicht lösen konnten. Diese Tatsachen bilden die Tradition der frühen Kirche über die universelle Jurisdiktion des Nachfolgers Petri. Die päpstliche Autorität, die Jurisdiktionsgewalt, sagen die Orthodoxen, wurde allerdings nicht von Christus begründet, sondern von den Päpsten viele Jahrhunderte später entwickelt. Historische Umstände hätten ihnen geholfen, die Jurisdiktion zu etablieren. Katholiken lesen die Anfänge der Kirche einfach etwas zurück, was es damals noch nicht gab. Der Bischof von Rom ist nach Ansicht der Orthodoxen einfach Erster untergleichen, Primus inter pares. Und sie gestehen ihm bereitwillig einen Ehrenprimat zu. Aber dann muss ganz klar sein, dass das einfach ein Erster unter vielen ist, sozusagen. Der Begriff Ehrenprimat, ja, ist den Evangelien fremd. Sie stammen eher aus der byzantinischen Hofetikette. Die Ehre, von der Christus sprach, ist die Ehre, Diener aller zu sein. Ein Katholik kann in diesem Ausdruck Ehrenprimat ein unbeabsichtigtes Zeugnis dafür sehen, dass der Papst Diener der Diener Gottes ist. Und wie dient er? Und zwar auf eigenartige Weise durch die Ausübung der päpstlichen Gerichtsbarkeit. Nun, wenn gesagt wird, der Primat des Petrus, wie ihn die Katholiken verstehen, wäre, wenn er wahr wäre, sicherlich im Laufe der frühen Kirchengeschichte klar und deutlich geworden. Das Gedächtnis der Kirche könne ja nicht versäumt haben, das Wichtigste zu bewahren. Ja. Ein Katholik würde allerdings behaupten, dass das Gedächtnis der Kirche tatsächlich das Wichtigste hinsichtlich der Struktur der Kirche bewahrt hat. Er würde dann hinzufügen, dass der Primat des Petrus in der Geschichte klar und offenkundig ist. Diese Tatsache bestätigt und erhält die Interpretation des biblischen Materials, das sich auf den Primat des Petrus bezieht, durch die katholische Kirche. Östliche Apologeten, die diese Geschichte konsequent ignorieren, leiden an dem, was als kollektive Amnesie in Bezug auf die vielen Ausübungen des päpstlichen Primats in frühen Jahrhunderten bezeichnet wurde. Was bedeutet es, wenn die katholische Kirche lehrt, dass das Papsttum und seine Jurisdiktion von Anfang an existierten? Einfach das. In seinen wesentlichen Merkmalen, in seiner Substanz ist das Papsttum der ersten Jahrhunderte identisch mit dem Papsttum der Neuzeit. Es gibt große äußerliche Unterschiede zwischen dem Papsttum des ersten und dem des 20. Jahrhunderts, aber diese Unterschiede sind wie Unterschiede zwischen der Eichel und der Eiche. Es sind lediglich Unterschiede in den Stadien des normalen Wachstums. Jeder, der Jahrzehnte nach dem Abschluss nach einem Klassentreffen teilnahm, war in Verlegenheit, weil er alte Freunde nicht wiedererkannte. Doch wir wissen dennoch, dass diese äußerlich veränderten Personen immer noch dieselben Menschen sind, die sie einmal waren. Und genauso ist es beim Papsttum. Man darf nie vergessen, dass die Kirche von der Mitte des 1. Jahrhunderts bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts unter Verfolgungen litt, die oft grausam waren. Eine internationale Bindung und eine gemeinsame Autorität könnten nicht gefestigt werden, selbst wenn sie noch so sicher wären, solange Verfolgungen andauerten. Kommunikationsschwierigkeiten in frühen Jahrhunderten behinderten außerdem die Einmischung der Päpste in die Angelegenheiten der Kirche im ganzen Reich zusätzlich. Oft widersetzten sich Bischöfe, Kaiser oder Geistliche den Entscheidungen der Päpste. Nicht-Katholiken interpretieren diese Ereignisse als Widerlegung der päpstlichen Autorität. Widerstand widerlegt aber nicht die Legitimität der Autorität. Tatsächlich
Schwierig ist Widerstand, der die Autorität selbst nicht leugnet, ein überzeugendes Eingeständnis der Legitimität dieser Autorität. Zweifellos kämpften Päpste darum, ihre Autorität zu etablieren und auszuüben. Ja? Aber Apologeten, die gegen den Papst sind, argumentieren, dass diese Kämpfe selbst die Legitimität des Papstes negieren. Das stimmt aber nicht. Der Herr hat notwendigerweise für sich das Zeugnis selbst abgelegt. In Zeit und Raum ist die katholische Kirche die Fortsetzung der Menschwerdung. Sie spricht auch mit der Autorität Christi. Wenn die Päpste wirklich die Nachfolger von Petrus sind und das messianische Königreich auf Erden leiten, haben sie die Pflicht, die Wahrheit über ihr Amt zu verkünden. Die Päpste haben diese Pflicht erfüllt. Aufgrund ihrer Herkunft repräsentieren sie ein breites Spektrum ethnischer und kultureller Vielfalt. Doch seit 19 Jahrhunderten haben sie ein einziges, unveränderliches Zeugnis über das päpstliche Primat abgelegt. Ja? Die ersten Ausübungen päpstlicher Autorität erfolgten unter Bedingungen gewaltsamer Verfolgung. Diese Päpste schrieben und handelten unter Umständen, die jede Demonstration zentralisierender Macht zu einer Angelegenheit von fast sicherem Tod machten. Die meisten Päpste des 3. Jahrhunderts waren zum Beispiel Märtyrer. In jenem Jahrhundert saß kein Papst auf dem Thron mit der Aussicht, den gewöhnlichen Tod gewöhnlicher Menschen zu sterben. Nicht-Katholiken missverstehen die Lehre der Kirche über die Unfehlbarkeit des Papstes außerdem. Ein Beispiel aus dem Osten: die dogmatischen Kämpfe und Lehrkontroversen der frühen Kirche wären einfach undenkbar gewesen, wenn die unfehlbare Kirche ein automatisches, sichtbares Organ der Unfehlbarkeit besessen hätte. Die Logik ist, wenn der Papst das Charisma der Unfehlbarkeit erhalten hätte, hätte er es auf eine bestimmte Weise ausgeübt und es könne nicht existieren haben, da er dies nicht tat. Die Unfehlbarkeit des Papstes ist aber nicht automatisch. Die Kirche hat nie angedeutet, dass der Papst jede Frage sofort klären könne. Der Papst hat nicht ständig Definitionen im Kopf, die er jederzeit hervorzaubern könnte. Ihre Möglichkeit und ihr Inhalt liegen in den Umständen der Kirche. Das Charisma der Unfehlbarkeit garantiert lediglich, dass der Papst vor Fehlern bewahrt bleibt, wenn und falls er dazu veranlasst wird, eine Definition abzugeben. Die Argumente der ostorthodoxen Apologeten gegen den Primat des Petrus stützen sich fast ausschließlich auf ihre Interpretation der frühen Kirchengeschichte. Für viele der früheren orthodoxen Theologen dieses Jahrhunderts wird diese Interpretation von der Theorie bestimmt, die die eucharistische Ekklesiologie oder Ortskirchenekklesiologie genannt wird. Einige orthodoxe Ekklesiologien berufen sich wiederholt auf einen Satz aus dem Brief des Ignatius an die Smyrnäer: Wo der Bischof ist, da sei das Volk, und wo Jesus Christus ist, da ist die katholische Kirche. Das, sagen sie, bedeutet, dass die Fülle der Kirche in jeder Ortskirche zu finden sei. Dieses Axiom wurde durch Ereignisse in der frühen Kirchengeschichte immer wieder widerlegt, etwa im Jahr 96 nach Christus beispielsweise. Da haben wir von Clemens von Rom einen Brief, einen sehr wichtigen Brief, den ersten Clemensbrief. In dieser Zeit verursachte eine Fraktion in der Kirche von Korinth ein Schisma, in dem sie einige Bischöfe und Priester verdrängte. Clemens schrieb einen scharf formulierten Brief an diese Kirche. Er beginnt seinen Brief mit der Entschuldigung für seine Verzögerung, unsere Aufmerksamkeit den Streitpunkten in ihrer Gemeinde zu widmen. Heftige Verfolgungen der Kirche, insbesondere in Rom unter Nero und Domitian, hatten die römisch-katholische Kirche daran gehindert, früher einzugreifen. Clemens wendet sich sofort an die Urheber des Schismas und nennt ihr Handeln jenes abscheuliche und gottlose Schisma, das den Auserwählten Gottes so vollkommen fremd ist. Er tadelt sie dafür, dass sie sich anmaßen, Autorität über die Nachfolger der Apostel auszuüben. Ihr Handeln, sagt er, sei keine kleine Sünde. Er fragt nicht nach weiteren Einzelheiten, um sein Urteil zu fällen. Er fällt nämlich einfach ein Urteil über die Schismatiker und befiehlt ihnen, sich ihren Hirten zu unterwerfen. In dem, was ein Autor als Erleuchtung des römischen Primats bezeichnete, befiehlt Clemens den Schismatikern, dem zu gehorchen, was wir durch den Heiligen Geist geschrieben haben. Er warnt sie: Wer aber dem, was von ihm, Christus, durch uns gesagt wurde, nicht gehorcht, der soll wissen, dass er sich in Übertretung und nicht geringe Gefahr verstrickt. Clemens könnte seine Gewissheit, dass der Heilige Geist durch ihn spricht und er, Clemens, daher mit der Stimme Christi spricht, kaum stärker bekräftigen. Er schließt mit der Aussage, er habe 3 Legaten nach Korinth geschickt, um die Situation zu untersuchen. Aus anderen Quellen wissen wir, dass das Schisma durch Clemens' Eingreifen gelöst wurde. Hatte sich die Kirche in Korinth an Clemens gewandt, um das Schisma zu schlichten? Dass Clemens sich für die Verzögerung seines Eingreifens entschuldigt, lässt darauf schließen, dass dies der Fall war. Die Korinther suchten nicht einfach Hilfe bei einer autoritativen Person. Wäre das wahr, hätten sie sich an den Apostel Johannes wenden können. Frühen Zeugnissen zufolge lebte er zu dieser Zeit noch und zwar in einer Stadt Ephesus,
Jesus, die viel näher an Korinth lag als Rom. Nein, sie wandten sich an den Nachfolger des Petrus. Am Ende des ersten Jahrhunderts war Rom Autorität und Verantwortung für die Schlichtung solcher Angelegenheiten bereits anerkannt. Keine Ortskirche konnte Autorität über eine andere Ortskirche ausüben. Die Korinther hatten von dieser Idee nie gehört. Wie reagierten sie auf Clemens Eingreifen? Sie schätzten Clemens Brief fast so hoch wie die Heilige Schrift. Eusebius erzählt uns, dass die Kirche in Korinth 70 Jahre nachdem Clemens seinen Brief abgeschickt hatte, noch immer jeden Sonntag während der Liturgie daraus vorlas. Die Autorität des Petrus war also nicht, wie die Ostler behaupten, eine Erfindung des Papstes, um dem ahnungslosen Osten eine theologische Zwangsjacke aufzuerlegen. Nein, diese Autorität war immer ein Rettungsanker zur Wahrheit. Immer wieder wurden die Ostler durch diesen Rettungsanker von Heresien gerettet, die sie so bereitwillig geschaffen, aber nie überwunden haben. Was wir tatsächlich auch sagen können, ist, dass wir da schon im ersten Jahrhundert sind. Da haben wir schon diese Autorität des Bischofs von Rom. Und dieser Clemens von Rom, genauso wie viele andere weitere Päpste, sind bereits bei Irenäus bezeugt, und zwar von Petrus an. Irenäus von Lyon bezeugt in Adversus Hereses 3:3-4 genau diese Multiplizität von Päpsten, bereits vier Päpste bis zu ihm. Und das geht nicht nur zeitlich genau hin, sondern wir haben hier ein frühes Zeugnis der Kirchengeschichte dafür, dass Rom bereits damals die anerkannte Autorität war. Und wenn Clemens unter den Bischöfen von Rom aufgelistet wird und er dann einen solch autoritativen Brief schreibt, können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass schon damals die Jurisdiktion und die Interventionsgewalt des Papstes höher geschätzt wurde als die irgendeines anderen Bischofs. Das bedeutet, dass der römische Primat nicht einfach nur eine spätere Erfindung gewesen ist, die irgendwelche Zwangsjacken theologischer oder machtpolitischer Art auferlegen und legitimieren sollte, sondern dass sich das Ganze biblisch und kirchengeschichtlich begründen lässt.